Händler, glaubt ihr, ihr seid tapfer? Weist es uns nach. Im Wettbewerb I Love Extreme möchten wir sehen, wie wahnsinnig ihr sein könnt. Das ist eure Chance, 3000 US-Dollar zu gewinnen. Also zeigt uns doch mal, was ihr könnt. Und nun werfen wir den Blick auf den Miss Tukaskopi-Wettbewerb. Händler, ich blogge gern, aber Blogging ist nicht so einfach, wie es scheint. Um ein glänzender Blogger zu sein, muss man Disziplin haben. Und Eleni aus Armenien hat ihre Disziplin bewiesen. Und sie ist Miss Blogger des Jahres geworden. Herzlichen Glückwunsch! Konvalium aus der Ukraine wird Miss Community 2014 für ihren fantastischen Gemeinschaftsauftritt gut gemacht. Und nun, Händler, werfen wir kurz den Blick auf den Artikelwettbewerb. Eines unserer aktivsten Gemeinschaftsmitglieder, Likerty, errang den ersten Platz mit seinem Artikel auf Preisentwicklung Reiten, Schlussanmerkungen. Dieser leicht verständliche Lesestoff ist gut illustriert und enthält viele Verweise auf seine weiteren Zuschriften. Auf Platz 2 ist P3RT4 mit einem interessanten Erfolgsrezept im Artikel Ohne Maske Gott segne den König, der beinahe wäre. Das ist sein zweites Interview mit einer Kurzbeschreibung des Vermutungsansatzes im Handel. Und der dritte Platz geht an Maximum Lots mit seinem Artikel Wie bleibt man im Handel länger? Gewinne maximieren mit einer gut definierten Strategie auf Basis von Nachfrage und Angebot mit Hinweisen, Charts und Beispielen. Gute Arbeit, Maximum Lots. Das war's für heute, aber vergesst nicht, euren Trade zu platzieren, um viele Geschenke unter dem Christbaum zu finden. Viel Glück und bis nächste Woche.